Moin und willkommen zurück zu Let's Play Illusion of Time. Wir sind hier noch im Turm von Babel, aber wahrscheinlich nicht mehr lange. Ich bin aber erstmal in die falsche Richtung losgelaufen. Wir müssen hier nach rechts gehen. Genau. Und um hier hochzukommen, müssen wir mit dem Vampir sprechen. Der Komet hat gleich den Orbit der Erde erreicht. Wir müssen auf die Spitze des Turms. Jo, und auch er ist jetzt hilfsbereit irgendwie. Wer weiß warum. Wenn wir hier durch die Tür gehen, treffen wir auch Kara wieder. Kara, wo warst du? Es gab ein Gerücht, dass ein Vampir aufgetaucht sei. Man sagt, sein Körper sei unsterblich. Ernst, erst wenn der Komet verschwindet, wird auch er seine ewige Ruhe finden. Okay, das soll wohl die Begründung sein, weshalb er uns geholfen hat. Okay, und hier haben wir noch ein Portal und eine Seele vor dem letzten Raum. Hier werde ich mich kurz hochheilen. Und mit der Seele können wir uns zurück nach Dao teleportieren. Aber erstmal erzählt uns Gaia noch ein bisschen was, was uns aber nicht so wirklich interessiert. Wenn du deinen Weg fortsetzt, gibt es kein Zurück mehr. Wenn du nach Dao möchtest, kann ich dich mitnehmen. Ja, bring mich nach Dao. So, und jetzt können wir direkt zum Juwelier gehen und ihm das letzte Juwel geben. Hab Dank für dein Vertrauen, ich werde die Juwelen gut hüten. Bei Luzifer, du bringst mir 50 Juwelen, nicht vielen ist das bisher gelungen. So ist es denn, an der Zeit, dir einige meiner Geheimnisse anzuvertrauen. Folge mir! Als ich erwachte, stand ich vor dem Eingang eines seltsamen Anwesens. Jo, und hier müssen wir uns jetzt durchkämpfen. Das ist der optionale Dungeon, der Bonuslevel. Und ja, dieser Level ist ein bisschen problematisch. Wie ihr schon seht, machen die Gegner auch hier ordentlich Schaden. Und wir haben praktisch keine Möglichkeit, uns zwischendurch durch ein Portal zu heilen. Okay, das ist schon mal ein sehr schlechter Start. Und sollten wir hier sterben, dann müssen wir auch wieder ganz von Anfang anfangen. Das Einzige, was halt bleibt, sind hier die Wege, die man praktisch schon freigemacht hat. Die bleiben auch frei. Und deshalb sollte man hier eigentlich etwas vorsichtiger vorgehen und nicht so einen Blödsinn machen, wie ich ihn hier mache. Denn man braucht die Energie, vor allem weil danach noch ein Boss kommt, vor dem man halt auch nicht mehr Energie auftanken kann. Von daher nutze ich hier eigentlich den Spin Dash ganz gerne, um schnell Distanz zu überbrücken, an die Gegner ranzukommen und ihnen guten Schaden zu machen. Das funktioniert eigentlich auch gar nicht so schlecht. Na, immerhin noch geschafft. Man könnte hier natürlich auch mit dem Psycho Dash vorgehen. Das ist auch recht praktisch, weil man da halt immer wieder zurück in seine Ausgangsposition läuft und er halt auch gut Schaden macht. So, ab dieser Stelle muss man auch etwas langsamer vorangehen, denn hier sieht man das vielleicht schon, kommen so Viecher aus dem Boden und die schießen halt diese Feuerbälle und die tun weh. Die wehrt man am besten ab. Und deshalb muss man hier halt auch gucken, dass man relativ langsam vorankommt. Langsam aber sicher. Natürlich hier von den Laseraugen auch nicht erwischen lassen. Ansonsten gibt es hier noch eine Truhe mit Heilkräutern, die wir uns natürlich auch holen werden. Auch wenn wir die Heilkräuter nicht benutzen werden. Na, hier muss man wieder ein bisschen vorsichtig sein. Wählen wir das noch ab und stellen uns auch direkt hier hin, um den Gegner zu besiegen. Und die halten auch einiges aus. Aber das war's von dem. Dann empfiehlt es sich als nächstes auch schon hier direkt weiterzugehen. Na, das ist ja gar nicht so cool. Jetzt habe ich natürlich auch schon eine Kugel abbekommen. Wieder.
ist halt hier auch gar nicht so einfach zu wissen, wo man sich hinstellt, weil die doch teilweise in einem echt fiesen Winkel kommen. Und hier ist natürlich noch einer davon. Ja, und einigen fällt es vielleicht auf, das sind so ziemlich die Gegner, die wir auch in der Diamantmine hatten. Wo die Sklaven befreit werden mussten. Nur halt nochmal in stärker. Und gerade diese Schlangen sind, naja, so viel stärker, dass man sie nicht mal eben weghauen kann. Und man kommt schwer an sie ran. Gut, soweit ist der Weg dann frei. Und wenn man hier oben lang geht, kommt man zu den Heilkräutern, die ich angesprochen hatte. Und da lohnt es sich auch einfach mit ins Binderschrein zu gehen. Und man erledigt die beiden. Heilkräuter kann man einstecken. Und hier unten geht es weiter. Und diese Stelle ist halt recht fies. Man kommt hier nur weiter, wenn man hier unter der Treppe durchrutscht. Das muss man natürlich erstmal rausfinden. Ah, und hier war ja noch ein Viech, was wir besiegen können müssen. Sollten. Und hier müsste das nächste sein, ja. Hier ist es halt echt schwierig, weil man immer auf diese blöden Kugeln aufpassen muss. Natürlich kommt da noch so ein Viech. Da bleibt dann natürlich kaum Zeit, hier noch irgendwie drauf zu schlagen. Und man darf hier von oben nicht zu nah rankommen, weil sonst erwischt einen die Kugel sofort, sobald er die schießt. Von da kommen wir gar nicht ran. Ja, hier braucht man echt ein bisschen Geduld. Die HP braucht man eigentlich alle für den Boss danach. Oh. Aber ich glaube, jetzt sollten wir ihn auch erwischen. Ja. Dann versuche ich den erstmal mit dem Spindash mitzunehmen und mich dann noch um den anderen zu kümmern, der da irgendwo lauert. Das hat ja nicht so gut geklappt. Man sieht, die Kugeln hier haben auch so ein bisschen Zielsuchfunktion. Das hat jetzt natürlich schon ordentlich wieder gezogen. Das ist hier eigentlich echt ein Geduldsspiel. Aber so viele Gegner dürfen das hier jetzt auch gar nicht mehr sein. Von daher geht das eigentlich. Und beim Boss ist es halt so, wenn man weiß, wie er funktioniert, kann man ihn auch ohne Gegentreffer schaffen. Das heißt nicht, dass es immer klappt ohne Gegentreffer, aber... Naja, ich denke mal, ihr werdet es beim Boss sehen. Der ist halt sehr... Ja, wie soll man es sagen? Der Trick ist halt wirklich rauszufinden, wie man ihn besiegt, und wenn man es dann raus hat, dann kriegt man ihn auch relativ leicht. So, alle Gegner und den Schatz hatten wir, ein Power-Up bekommen wir leider nicht mehr, und ich gucke kurz auf die Zeit, ob wir den Boss heute noch schaffen. Ja, die Zeit sieht gut aus. Und das ist der Boss, der uns natürlich noch was zu erzählen hat. Willkommen in meinem Reich. Ich bin nicht wirklich ein Juwelier, nicht mal ein Mensch. Mein wahrer Name ist Soledarm. Vor langer Zeit straften mich die Mächte des Lichtes mit einem Fluch und raubten mir meine Macht. Meine Kräfte wurden auf die roten Juwelen verteilt, die du gesammelt hast. Ich ließ nichts unversucht, um meine Kräfte und meinen Körper wieder zu erlangen. Ich war es, der den Sklavenhandel antrieb. Ich ließ die Sklaven überall nach den Juwelen suchen, doch ohne Erfolg. Doch nun habe ich sie wieder. Ich brauche dich nun nicht mehr. Stirb! Ja, und das kann... der schwerste Boss im ganzen Spiel sein, wenn es mies läuft. Es kann aber auch, er kann halt auch wirklich einfach sein. Aber ich stelle mich gerade gar nicht so gut an. Also, er hat halt mehrere Attacken. Och Mann. Er schießt halt, wenn er direkt vor ihm steht, hier diese drei Kugeln. Und wie man sieht, die linke die zieht eigentlich so früh zu einem rüber, dass sie einen auch irgendwie noch an den Füßen oder so erwischt. Das war dann das schon. Ja, so sollte das eigentlich nicht passieren. Naja, dann, da ich ihn nicht im First Try schaffe, zeige ich einfach mal, was er alles so drauf hat. Also, zum einen schießt er halt diese drei Kugeln. Ich kann aber jetzt hier zum Beispiel auch rübersliden, wenn ich hier hinten stehe. Dann sieht man schon, macht er irgendwie Sachen mit seinem Arm und dann ist er auch unverwundbar. Also hier hinten rumrutschen bringt es dann nicht so wirklich. Wenn ich zu weit von ihm wegstehe, dann schießt er diese Kugeln so schräg.
Ja, und das waren im Endeffekt seine Attacken. Und dann möchte ich euch einfach mal die Strategie gegen ihn zeigen. Beziehungsweise im Endeffekt gibt es zwei. Eine Möglichkeit ist, wäre es so ein bisschen versetzt hier zu stehen, damit man die Kugel mit abwehrt. Genau, und das sollte man schaffen, wenn man in der Nähe von so einer Schanze ist. Ja, das könnte schon passen. Ja, jetzt stehen wir gut. Jetzt können wir nämlich nach jedem Mal, wenn er da seine Kugeln wirft, versuchen, ihm einen Schlag reinzudrücken. Dann wieder abwehren. Und so kann man dann den ganzen Kampf hier überstehen. Wenn man das mit der Position nicht so gut schafft, dann kann man auch versuchen, einfach langsam von Schanze zu gehen und ihm immer mal irgendwie ein, zwei Treffer reinzuhauen. Dann ist es halt wichtig, dass man die linke Kugel hier abwehrt. Selbst wenn man sich bewegt. Und wenn man zu schnell ist, dann schießt er halt seine diagonalen Kugeln. Das hilft dann auch nicht so toll. Oder die können auch sehr nerven. Aber das hier ist halt die einfachste Variante, wenn man erstmal richtig steht. Man kann diese Strategie auch auf der mittleren Brücke da machen. Das Problem ist dann aber, wenn man nah genug rangeht, um ihn zu treffen, wird man direkt zu ihm rübergefahren. Deshalb mache ich das lieber hier links. Rechts könnte man es vielleicht auch machen, aber es ist ganz schwer, ihn ganz rechts in die Ecke rüber zu locken. Weshalb man dann hier eigentlich immer einen Gegner, also kaum die Möglichkeit hat, die linke Kugel abzuwehren und trotzdem noch ihn irgendwie in Reichweite zu haben. Ich wurde erneut besiegt. Die Mächte des Lichtes waren stark. Aber du bist stärker. Gefahr nähert sich der Erde. Du musst schnell zum Turm von Babel. Jo, und wir werden direkt in den Turm zurückgebeamt. Und hier heile ich mich eben noch. Ja, für diejenigen, die das Spiel vielleicht kennen, es gibt noch mehr oder weniger einen Vorteil hierzu oder ein sehr ähnliches Spiel, das heißt Soul Blazer. Ich selber habe es nie durchgespielt, ich habe es mal angespielt, weil doch so ein paar Spielmechaniken anders sind, gerade was den Kampf betrifft, das sagt mir nicht so sehr zu. Aber ich glaube, dieser Solid Arm ist da der erste oder einer der ersten Bosse, den man recht früh im Spiel trifft. Und naja, das war dann hier nochmal so eine Anspielung daran. Und ich denke, ich nehme auch noch so ein bisschen Story mit, damit wir das nächste Mal nur noch den Endboss haben und vielleicht auch den Abspann noch mit in das Video schaffen oder bekommen. Du entdeckst die Gebeine eines Gerichteten. Plötzlich hörst du den Klang einer vertrauten Stimme. Will, ich bin es, Olman, dein Vater. Mein Fleisch ist vergangen, doch mein Geist lebt weiter. Vater, wie bist du zu dieser Gestalt gekommen? Es gibt einen merkwürdigen Raum im Turm von Babel. In ihm leuchtet das Licht des Kometen. Dort ist eine Minute ein Jahr und der Mensch altert in Minuten. Warum sind Kara und ich dann noch am Leben? Weil ihr Auserwählte seid. Was auch sonst. Wir? Einst gab es eine Biotechnologie, mit der man das Licht des Kometen nutzen konnte. Die Leute nutzten diese Kraft, um Pflanzen und Tiere zu schaffen. So schufen sie zum Beispiel den Krug, der lange Strecken ohne Wasser zurücklegen kann. Bald merkten die Menschen jedoch, dass man diese Kraft auch als Waffe nutzen konnte. So entstanden Dämonen, die die Zerstörung brachten. Die Welt stand vor der Apokalypse. Doch dann schufen einige friedvolle Menschen, die Ritter des Lichts, die den Frieden bringen sollten, mit Gewalt. Ihr seid ihre Ahnen. Die sechs Statuen sind das Werk der Ritter. Die letzte Statue soll nun dir gehören. Jo, und von Olman bekommen wir jetzt die letzte Statue und sind damit praktisch bereit für den Boss. Der Komet wird bald hier sein. Wenn das der Fall ist, begebt euch auf die Spitze des Turms. Schließt nun eure Augen.
Die Alten verehrten den Komet als seinen Gott. Die, die von seinem Licht berührt wurden, erhielten seltsame Kräfte. Sie nennen ihn Gott, doch nie hat ein Gott etwas Gutes gebracht. Glaube hat immer nur Krieg und Unheil gebracht. Solange die Menschen an Götter glauben, wird es keinen Frieden geben. Öffnet die Augen und schaut euch die Welt an. Jo, und jetzt haben wir hier noch so ein paar Seelen, mit denen wir reden können. Will, lange ist es her. Was für eine Welt, wenn ich mein Wissen weitergeben könnte, wäre ich ein großer Gelehrter. Neil, ich bin stolz auf ihn. Ich wünsche mir, dass er die Firma noch größer macht, als sie schon ist. Selbst wenn ich die wahre, wirkliche Welt sehen könnte, könnte ich sie nicht berühren. Wie schwierig es auch immer werden wird, ich kann euch nicht helfen. Grunz, Grunz. Ich verstehe, es gibt keinen Unterschied zwischen Mensch und Tier. Als mein Körper starb, begann mein wirkliches Leben. Das Kometenlicht machte mich unsterblich. Aber welchen Sinn hat das ewige Leben? Als mein Körper noch lebte, fühlte ich mich lebendiger. So, und wenn wir jetzt nochmal mit der Seele von Wills Vater reden, dann kommen wir zum Kometen und das machen wir in der nächsten Folge. Bis dann!